Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Country Gitarre lernen mit Fritz Kuckenberger. Heute geht es um einen Wunsch von Marius. Hallo Marius. Und zwar geht es um das Thema Chicken Picking. Marius hat das Thema Chicken Picking in einem Kommentar angesprochen und danke Marius, es ist eine super coole Idee, weil Chicken Picking nicht nur ein essentieller Bestandteil der Country-Gitarre ist, sondern auch riesig Spaß macht. Chicken Picking bedeutet, dass wir mit der Gitarre gackernde Hühner imitieren. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr abgefahren, hört sich aber in der Praxis richtig toll an, ja? Sehen wir uns an, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Chicken Picking bedeutet ja, wie gesagt, dass wir gackernde Hühner imitieren. Und wenn wir uns jetzt so anhören, wie so ein Huhn klingt, dann haben wir im Prinzip zwei Geräusche. Ja? Wir haben dieses Bock und Gack. Und genau diese beiden Geräusche imitieren wir mit der Gitarre. Das Bock und das Gack. Ja? Das ist Chicken Picking, die tierischste Art und Weise, Gitarre zu spielen. Wie kriegen wir das jetzt hin? Es gibt eine ganze Reihe von Methoden, wie man Chicken Picking auf der Gitarre spielen kann. Ein kurzer Einblick in meine eigene Geschichte. Als ich anfing, mich für Country-Gitarre zu begeistern, gab es noch keine deutschsprachigen Lehrbücher, es gab noch kein YouTube, es gab keine Erklärungsvideos, die man sich ansehen konnte. Also habe ich versucht, diesen Sound selbst hinzukriegen, meine eigene Methode entwickelt. Dann kam YouTube und es kamen Country-Bücher und ich habe mir ein Country-Lehrbuch gekauft und habe festgestellt, dass die Art und Weise, wie Chicken Picking dort erklärt wurde, komplett anders war, wie ich es immer gemacht habe. Natürlich dachte ich mir, oh Mist, ich habe es falsch gemacht. Aber dann habe ich ein YouTube-Video angeschaut, in dem jemand Chicken Picking erklärt hat und er hat es wieder ganz anders gemacht. Und die Moral von der Geschichte und heute fast 30 Jahre später ist, dass es einfach verschiedene Methoden gibt. Und keine dieser Methoden ist besser oder schlechter als die andere. Es sind einfach verschiedene Methoden, die sich auch danach richten, sage ich mal, wie du normalerweise Gitarre spielst. Ja? Spielst du mit den Fingern, spielst du mit dem Plektrum oder mit dem Daumenplektrum? In jedem Fall gibt es eine Möglichkeit, Chicken Picking zu integrieren. Ich werde jetzt einfach mal diese verschiedenen Varianten zeigen. Variante 1, die Fritz-Kuckenberger Methode. Ich spiele das mit den Fingern, ja. Und ich greife jetzt irgendeinen Ton, sagen wir mal, zweiter Bund auf der G-Seite, ja. Das A. Wenn ich die Seite jetzt spiele, höre ich ein A. Jetzt hebe ich den Finger an, ich lasse aber die Seite nicht los, ja. Der Finger liegt immer noch auf der Seite, ja. Wenn ich es jetzt spiele, höre ich nur so etwas, ja. Das ist jetzt im Prinzip mein Bock, 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 ne? Bock, Bock. Natürlich kann ich die Seite auch fester anreißen. Ja? Für das Gack drücke ich die Seite herunter. Also ich drücke einfach nur den Finger, der vorher ganz leicht auf der Seite lag, nach unten und habe einen Ton. Das ist jetzt aber ein nicht ganz so hühnermäßiger Ton. Deshalb greife ich mit dem Zeigefinger oder mit welchem Finger auch immer ich gerade das machen will, unter die Seite, ziehe an ihr und lasse sie dann auf das Griffbrett knallen. Ja? Ja? Das wäre jetzt so. Und um den Ton wieder zu unterbrechen, lege ich einfach links irgendeinen Finger auf die Seite. Ja? Wenn ich das jetzt kombiniere, ja. Jetzt könnte ich eine einfache Tonfolge spielen, Beispiel, ja. Zweiter Band,
vierter Bund, fünfter Bund, sechster Bund. Ja? Und mache jetzt überall mal dieses Bock-Gag. Ja? Oder umgekehrt. Also in welcher Reihenfolge Bock und Gag kommen, egal. Ja? Okay, damit kann ich jetzt auch beliebige Tonfolgen verhühnerisieren, ja. Was ich hier mache, im Prinzip, ich nehme jetzt einen F-Akkord und schiebe ihn einfach auf den fünften Bund, dann habe ich einen A-Akkord und ich gehe jetzt einfach die Töne durch. Du kannst das mit jeder beliebigen Tonfolge machen und mit ganz einfachen Mitteln dieses Hühnergackern reinbringen. Sehen wir uns die nächsten Methoden an. Methode 2 ist im Prinzip identisch, nur dass ich in dem Fall das Plektrum verwende statt dem Finger. Ja? Sprich, merkt man jetzt, dieses Gag ist nicht ganz so drastisch wie vorher mit den Fingern. Bei der dritten Methode mache ich das Bock, Bock, Bock mit dem Plektrum und reiße damit den Mittelfinger an der Seite. Ja? Vorteil bei dieser Methode ist natürlich, ich kann jetzt das Bock und das Gag auf unterschiedliche Seiten legen. Ja, ich könnte jetzt theoretisch da mit dem Finger immer spielen. Oder und unten immer. Die nächste Methode wird zum Beispiel von Mark Knopfler angewendet, aber auch von Greg Koch. Und hier ist es so: Daumen auf die Seite, Zeigefinger von unten an die gleiche Seite. Und jetzt kommt einfach mit dem Daumen wieder das Bock. Dann, ja. Kann man auch mit Plektrum machen. Ja. Und wie gesagt, du kannst das mit beliebigen Tonfolgen machen. Es muss auch immer Bock-Gag sein, du kannst auch Bock-Bock-Bock-Gag machen. Ja. Weitere Methoden sind im Prinzip identisch mit dem, was ich dir hier gezeigt habe, nur dass man eben statt dem Plektrum das Daumenplektrum verwendet. Und das wäre im Prinzip eigentlich schon alles, was es darüber zu sagen gibt, wie man Chicken Picking spielt. Ja? Das war's für heute. Ich wünsche eine coole Zeit. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, spielt Gitarre, Rock'n'Roll und Ka-Ching!